Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Heimo, Smart Home der Salzburger, jetzt auch mit Alexa-Funktion. Energieeffizienz, Dämmung der obersten Geschossdecke und die Innovation Challenge der Salzburger, das sind die Gewinner. Wir wechseln jetzt zu Beginn der Sendung gleich in die eigenen vier Wände und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Leben komfortabler und vor allem auch sicherer gestalten können. Jetzt geht es um Heimo, das Smart Home System der Salzburger AG. Heimo ist ein flexibles und einfach zu bedienendes Smart Home System aus dem Hause der Salzburger AG. Über eine Zentraleinheit können Sie mehr als 200 verschiedene Aktoren und Sensoren per Funk steuern. Durch die große Auswahl von kompatiblen Endgeräten lassen sich individuelle Lösungen für jeden Haushalt entwickeln. Heimo passt auf, Heimo heizt ein und Heimo macht Strom. Mit Heimo macht Strom kann ich den Eigenverbrauch meiner Photovoltaikanlage verbessern. Das heißt, ich kann den PV-Strom, den ich mit meiner Photovoltaikanlage erzeuge, besser nutzen. Ich kann dies zum Beispiel für die Ladung des Elektroautos verwenden. Diese Funktion kann ich ebenfalls mit unserer neuen Sprachsteuerung Alexa aktivieren oder deaktivieren. Die intelligente Haussteuerung der Salzburger AG bietet aber auch jede Menge Sicherheit. Also mit Heimo baust auf kann ich Tür- und Fensterkontakte überwachen. Seit neuestem haben wir auch Kameras, mit denen ich mein Haus von der Ferne überwachen kann. Das Ganze kann ich mit einer App aktivieren oder auch seit neuestem mit einer Sprachsteuerung. Das funktioniert über die Alexa. Hier kann ich die Alarmanlage aktivieren oder deaktivieren. Und mit Heimo heizt ein kann man komfortabel vom Smartphone oder zum Beispiel vom Tablet die Raumtemperatur regeln. Auch Alexa ist jetzt noch mit von der Partie und steuert Heimo per Zuruf. So können Sie zum Beispiel den Befehl geben, die Kinoabendszene zu aktivieren. Alexa verdunkelt somit in Kombination mit Heimo die vorprogrammierten Räumlichkeiten, schaltet den Fernseher ein und kombiniert alles mit romantischer Beleuchtung. Und genau so können Sie zum Beispiel auch eine guten Morgenszene oder Abendszene spielend programmieren. Wer es dazu noch so richtig stylisch haben möchte, der verbaut alles Unterputz. Das ist ein in die Wand eingelassenes Tablet. Mit dem Tablet kann ich Heimo steuern und ich kann auch hier Heimo überwachen. Ich sehe hier, welche Türen und Fenster wurden geöffnet, wie hoch ist die Raumtemperatur oder wie groß ist gerade meine Photovoltaikerzeugung. Heimo ist ein umfassendes und flexibles Smart Home System und dennoch einfach in der Bedienung. Das können Sie gerne im Musterhauspark Eugendorf im RHZ-Haus testen. Hier haben wir die verschiedensten Komponenten inklusive der Sprachsteuerung Alexa für Sie verbaut. Die Smart Home Anlage Heimo von der Salzburger AG wird extrem gut angenommen. Gerade das Thema Sicherheit ist heute bei den Kunden ganz, ganz großes geworden. Und natürlich auch, ich sage, die automatisierte Haussteuerung im Bereich der Jalousien, da die Fensterflächen heute immer größer werden bei modernen Planungen. Und auch Lichtsteuerung natürlich ist ein großes Thema. Heimo passt also auf, heizt für Sie ein und macht dazu auch noch Strom. Eine ausführliche Beschreibung zu jedem Gerät finden Sie auch unter shop.salzburg-ag.at. Persönlich erreichen Sie uns auch unter der Serviceline der Salzburger AG oder per E-Mail. Dass Sie im Winter nicht die Energie buchstäblich durch die oberste ungedämmte Geschossdecke heizen, gibt es den sogenannten Klimabonus der Salzburger AG. Mit dem Klimabonus fördern wir Ihre Energieeffizienzmaßnahmen und unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen Energiewende. Jetzt geht es bei uns um die Dämmung der obersten Geschossdecke. Jetzt oberste Geschossdecke dämmen und Förderungen kassieren, so lautet derzeit unser Motto, denn die oberste Geschossdecke spielt für den Gesamtenergieverbrauch eines Gebäudes eine wesentliche Rolle. Denn warme Luft steigt auf und beheizt ungewollt den ungedämmten kalten Dachboden. Das bedeutet, in der obersten Geschossdecke haben wir Wärmeverluste, die von unten, von den Wohnräumen herkommen. Und ähnlich wie es bei einem Kochtopf ist, wo man weiß, dass ich ohne Deckel wesentlich mehr Energie verbrauche, geht auch da die Wärme verloren in den Dachboden, wo sie ungenutzt nach außen entweicht. Mit einer Dämmung können Sie bis zu 15% der Heizenergie für das gesamte Gebäude einsparen, den Wohnkomfort merklich steigern und die Gefahr der Schimmelbildung reduzieren. Als Materialien wird Polystyrol verwendet, das ist das billigste Material, muss aber dann abgedeckt werden mit einer brandfesten Platte. Das Polystyrol am besten in zwei Schichten, die überkreuzt verlegt werden.
Man kann allerdings andere Materialien auch verwenden, zum Beispiel Mineralfaser. Mineralfaser ist von Haus aus nicht brennbar. Da bräuchte nicht einmal Abdeckung drauf. Wobei, das muss man hinterfragen bei den Gemeinden, weil der Brandschutz ist Gemeindesache. Angesichts der relativ geringen Investitionskosten stellt die Dämmung der obersten Geschossdecke eine der effektivsten Energiesparmaßnahmen dar. Der Einsparungseffekt hängt jedoch wesentlich vom ursprünglichen Deckenzustand, von der Dämmstärke und der Qualität des verwendeten Dämmmaterials ab. Dieses Muster ist eine Systemplatte, das ist in einem ein Dämmstoff und ein brandbeständiger Belag drauf, der begehbar ist. Am günstigsten macht man das mit zwei verschiedenen Lagen. Das heißt, ich kann das jetzt kombinieren, eine dünnere und eine dickere Lage oder zwei gleich dicke Lagen. Und das kommt dann insgesamt halt auf einen Wert, der eben den Richtlinien dann entspricht. Die Salzburger AG unterstützt mit dem Klimabonus umweltbewusste Energiekunden mit der Umsetzung ihrer Dämmmaßnahme. Die Voraussetzungen für den Klimabonus finden Sie übrigens auch auf unserer Website. Jedes Jahr im Herbst gibt es den sogenannten Tag der Lehre in der Salzburg AG, wo man sich über die Lehrberufe informieren kann. Dieser findet am 16. und 17. November in der Lehrwerkstätte in der Vogelweiderstraße statt. Und bis dorthin stellen wir Ihnen einige Berufe im Salzburger AG-Magazin vor. Wir sind gerade in einer Garnitur von der Lokalbau in Itzling und unter uns arbeitet der Eisi, der ist bei uns Lehrling und den schauen wir uns genau an. Und wenn ich sage unter uns, meine ich es auch so. Servus Eisi, ich hab dir dein Werkzeug dabei. Ja, danke schön. Was tust denn du gerade? Ich würde gerade Faltenwerk tauschen. Ach so, du bist ja Metalltechniker bzw. Maschinenbautechniker, darf da eigentlich kein Problem sein, oder? Nein, ist ganz gut. Du bist ja jetzt eine Woche da. Wo ja. Warst du denn vorher? Warst du ja schon in anderen Abteilungen auch? Ich bin vorher in der Schlosserei gewesen, in der Vogelweiderstraße. Also da kommt man im ersten Lehrjahr hin. Da sieht man alles von Schwarzen bis Dran sieht man. Du kommst ja aus St. Wolfgang. Ich habe gehört, du möchtest deine Zukunft bei der Schafbergbahn verbringen. Das war ganz fest, wenn ich rausgekommen bin. Wenn ich die gesehen bin vom Schaf, dann komme ich raus, hoffentlich. Und da werde ich oft schauen, was ich daraus mache. Wie geht es mit deinen Lehrlingskollegen? Sehr gut, ist ein gutes Arbeitsklima. In der kompletten Salzburg, was ich bis jetzt gesehen habe. Also sehr viel, ja. Wir haben einen Lehrlingsausflug, die Weihnachtsfeier. Das ist eigentlich sehr gut alles organisiert. Wir haben die Werkschule jede Woche. Man viel lernt für die Berufsschule. Ja. Und das, da hast du dann Vorteile natürlich. Ja, definitiv. Okay, dann würde ich dich gar nicht mehr weiter stören. Mach's gut. Du machst das eh. Da mache ich mir keine Sorgen. Ciao, bitte. Der Tag der Lehre in der Salzburger AG am 16. und 17. November in der Vogelweiderstraße in der Stadt Salzburg und am 22. Oktober schon in unserer Niederlassung in St. Johann im Pongau. Interessierte einfach vorbeikommen, Schulklassen sollten sich allerdings vorher anmelden. Wir kommen zu unseren Energiespartipps. Wie Sie Ihr Frühstücksei effizient kochen, das erzähle ich Ihnen gleich. Es gibt zwei Methoden, Ihr Frühstücksei zu kochen. Zum einen den Eierkocher und zum anderen den Kochtopf. Die wesentliche effizientere Maßnahme ist der Eierkocher, weil dieser effizienter läuft und weniger Verluste hat. Themenwechsel, wir kommen jetzt zur Innovation. Die Sieger der dritten Innovation Challenge der Salzburg AG stehen nun fest und wurden Mitte September beim Demo Day ermittelt. Was ist die Innovation Challenge und wer sind die Gewinner? Beides jetzt hier bei uns im Magazin. Die Symbiose von internem Know-how und externen Vordenkern wird bei der Innovation Challenge Hashtag 3 erneut genutzt. Gesucht wurden innovative Lösungsansätze für vier energiewirtschaftliche Themenstellungen. Von den USA über Israel nach Österreich, das Feld der Bewerber war international. Die 16 innovativsten Startups aus 199 Einreichungen pitchten im April um den Einzug ins Innovation Camp. Aus den Innovation Camp bekamen dann 7 Projekte die Chance, über den Sommer an der Umsetzung ihrer Idee zu arbeiten. Am Demo Day im September wurde dann die Machbarkeit und Umsetzungschance präsentiert und nach dem Pitch ist vor der Siegerehrung. Aufgeregt ja, natürlich, weil es um was Großes geht, aber mehr Vorfreude als wir aufgeregt. Jetzt steigt die Spannung? Ja, absolut. Wir sind jetzt nervös, weil wir nicht wissen, kriegen wir oder kriegen wir nicht den Auftrag und wir hoffen natürlich alle, dass wir ihn kriegen.
würden uns sehr freuen. Ja, ja, der Pitch war gut, ja, wir haben ein ganz gutes Gefühl und ja, wir hoffen, dass wir weiterkommen sind. Und ja, wir glauben natürlich ganz fest dran, aber ganz zu 100% kann man es einfach nie sagen. Bei den Projekten ging es unter anderem um eine Spiele-App zur Wissensvermittlung für Android und iOS. Diese könnte für unsere Schulprogramme verwendet werden. Also bei uns beim Energize geht es um eine App, die auf spielerische Weise Inhalte vermittelt. Das heißt, es geht um Wissensvermittlung und das auf eine ganz neuartige Weise. Wir nehmen das Spielekonzept des Escape Rooms und da wird einfach die virtuelle Welt mit der Realität verknüpft. Die Cognify KG beschäftigte sich mit dem Energiemarkt, der getrieben von der Digitalisierung mit vielen Veränderungen konfrontiert ist. In der Kundenkommunikation könnte Lea zum Einsatz kommen. Lea ist eine Chatbot-Lösung, die sowohl für Webchat als auch über Alexa Skills gesteuert werden kann. Methoden aus der Raumfahrt könnten auch bei der Optimierung von Wasserkraftwerken zum Einsatz kommen. Mit Hilfe von Beacons und QR-Codes könnte eine standortbezogene Kommunikation stattfinden, zum Beispiel aus Baustelleninformationen direkt aufs Handy. Mit Smart Top könnte man sich den aktuellen Stromverbrauch auf das eigene Smartphone holen und dann ging es noch um die Depotbox, die in Salzburg etabliert werden soll. Die Depotbox ist ein Lösungsansatz, wie wir unsere Probleme im steigenden Online-Markt reduzieren können, nämlich in der Form, dass wir dem CAP-Dienstleister Kurier Express Paketzulieferer die Möglichkeit geben, die Pakete in die Nähe von seinem Kunden zu bringen, nämlich an den Arbeitsplatz bzw. Zu ihm nach Hause, ohne dass dieser zu Hause sein muss. Die 7 Projekte hatten so ein hohes Niveau und waren für die Salzburg so interessant und innovativ, dass heuer alle präsentierten Innovationen weitergekommen sind. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Also die Qualität dieser Projekte ist sehr hoch. Wir haben uns in meiner persönlichen Wahrnehmung im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Letztes Jahr war schon eine sehr gute Qualität mit den 5 Projekten aus der zweiten Challenge. Die 7 Projekte heuer haben nochmal eins draufgesetzt. Also man merkt wirklich, hier wird von Jahr zu Jahr besser abgeliefert. Wahrscheinlich auch der Lerneffekt von einer Challenge zur nächsten. Und die Qualität ist, wie gesagt, so gut, dass 7 Projekte von 7 Projekten weitergekommen sind. Alle Projekte werden in der Salzburg AG umgesetzt und die Details dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Website. Nächster Pflichttermin in Sachen Innovation ist dann der Innovation Summit in der Salzburg AG. Der Titel der Veranstaltung: Wie wir in Zukunft leben, arbeiten und uns fortbewegen werden. Die Veranstaltung übertragen wir live im Internet, zum Beispiel auf unserer Facebook-Fanseite. Das Ganze am Mittwoch, den 17. Oktober ab 18 Uhr. Und das genaue Programm finden Sie ebenfalls auf Facebook unter Veranstaltungen.